Erstmal will ich sagen, trotz dieses Wetter, herzlich willkommen heute bei diesen Temperaturen im Flamingo Park. Wir freuen uns auf die Organisatoren, die ja alles möglich gemacht haben, an unsere Förderer, die Gesobau, die ja alles vorbereitet hat und alles mitorganisiert hat. Ich freue mich auf dieses Team dieses Jahr da zu haben, dass wir eine schlagkräftige erste Mannschaft haben, die jetzt Christian gleich vorstellen wird. Und ich wünsche viel Erfolg für die Saison 2022, dass wir eine super Saison spielen werden und unseren Job machen. Danke. So, da sind sie, unsere Birds. Auch das eine. Ja, das versuchen wir dieses Jahr mal zum ersten Mal, dass wir den einen oder anderen hier sehen. Und wir sehen aber auch den einen oder anderen, den wir noch nicht kennen. Und wir freuen uns, die euch hier heute vorstellen zu können. So. Die 2022er Berlin Flamingos. So, beginnen wir. Und wir beginnen natürlich mit dem Kopf der Mannschaft, mit unserem Manager. Und wir freuen uns, wie wir Berliner sagen, wir freuen uns wie Bolle, dass er wieder bei uns in der Hauptstadt ist. Und zwar als Manager und als Pitcher. Wir wissen alle, er kommt aus Kuba, lebt aber seit Menschengedenken hier in Deutschland. Enno Bell, den wir alle nur Enno nennen, 7-mal deutscher Meister als Solingen und Heiner. Seit 2007 ist er Mitglied der deutschen Baseball-Nationalmannschaft. Hat an Europameisterschaften teilgenommen, wurde da mehrfach zum besten Pitcher des Turniers gewählt. Jahrelang Profi in den höchsten italienischen Baseball-Ligen. Letztes Jahr mit Heidenheim Meister geworden, 3 Siege, keine Niederlage, 44 Strikeouts in 41 Innings, fantastisch. 2,63 sein Earned Run Average. Kurz, eine deutsche Baseball-Legende wieder bei uns bei den Birds. Wir freuen uns auf unseren Manager Enno Bell, Marquez Ramirez. Coach, möchtest du zu den Fans 2 Sätze sagen? Vielen Dank, dass ihr alle hier da seid. Vielen Dank an den Vorstand. Vielen Dank an die Mannschaft, die sehr, sehr, sehr viel gearbeitet hat über den Winter und jetzt noch kurz vor der Saison. Und ich freue mich auf die Mannschaft, ich freue mich auf die Fans, die hierher kommen werden. Und ich denke mal, dass wir eine super, super tolle Saison haben werden. Unser Ziel ist natürlich Playoff. Wird schwierig. Ihr weiß ja schon, wie die voriges Jahr hier gelaufen sind, aber ich denke mal schon, dass dieses Jahr ganz anders sein wird. Auf jeden Fall. Wir werden euch mit euch auf jeden Fall viel Freude haben. Vielen Dank. Danke, Klaus. Das wird wieder super. Viel Spaß haben. Und zwar unter anderem, weil er auch wieder da ist. Er kommt aus Venezuela, ist jetzt schon 20 Jahre alt, spielt im Outfield. Unsere Nummer 90, Gabriel Gabo Tovar. Mach einen Schritt vorwärts. Take a step. And now wait. Yeah. Mit der 51, Pitching und im Outfield. Er kommt aus dem wunderschönen US-Bundesstaat Ohio. Mit seiner großen Erfahrung und seinem unbändigen Willen zu gewinnen, wird er uns auch helfen, in diesem Jahr besser zu werden. Wir freuen uns auf Austin Cotting. '22 wird sein großes Jahr, nachdem er im letzten Jahr für die Birds sein Debüt in der Bundesliga gab. Er ist 19, spielt Catcher, kann aber auch im Infield spielen. Seit 2013 ist er schon ein Flamingo. Unsere 71, Felix Kunisch. Ja,
Er ist 24, trägt die historisch relevante Nummer 42 für die Birds, spielt im Mittelinfield Miguel Angeles. Wir freuen uns, dass er auch in diesem Jahr wieder unsere Farben tragen wird. Er ist verhindert, aber er lässt uns hier alle herzlich grüßen. Unsere 91, der Catcher, Joel Chango Rivera. Strebt er in der ersten Bundesliga sein Debüt an. Er arbeitet seit seinem, er ist jetzt schon im 8. Jahr bei uns hier, ein Flamingo. Sein Ziel ist weiter an seinem Pitching zu, sein Pitching weiter zu verbessern und dann ein Pitching-Staff-Mitglied zu werden, um die Bundesliga hier zu verstärken. Mit der 16 wird auflaufen Cedric Clique. Ein ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft und er hat vor allem ein Flamingo im Herzen. Unser in Atami, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, ich gebe mein Bestes, 1983 sieht man ihn nicht angeboren. Unser Japaner in frühester Jugend, dort natürlich dem Baseball-Virus verfallen. Er betreut mit seinen magischen Händen unsere Jungs, egal ob Stress oder Verspannung, wahre Wunder vollbringt. Und deswegen ein Riesenapplaus von Mannschaft und Fans, Masaki Yoshimoto! So, was viele gar nicht wissen, er kommt eigentlich von Cricket. Ja, auch ein Spiel, was irgendwie ähnlich ist, aber es ist ein Seitenspiel. Und dann ist er aber relativ früh in seiner Jugend schon zum Baseball gewechselt und das alles hat in seiner bulgarischen Heimat stattgefunden. Als 15-Jähriger hat er sich dort den Sofia Lions angeschlossen, lebt seit 2017 hier in Berlin, hat zuerst in der Spandauer Vorstadt gespielt und ist seit 2019 jetzt ein stolzer Flamingo mit der 81, Lubomir Sonne! Vor 32 Jahren in Jerusalem, Israel geboren. JM ist Amerikaner und Israeli. Er ist in Kalifornien mit dem Baseball aufgewachsen und seit 2019 hier schon Teil unserer Flamingo-Familie. Er sagt, Baseball spielen bei den Flamingos, a life-changing moment. Er fühlt sich cool und wohl bei uns mit der 14, John Michael Kibri. Unsere gute Seele, seit 18 Jahren schon Flamingo. Das ist quasi vor seiner Geburt gewesen, hat er den Mitgliedsantrag schon unterschrieben. Er ist Mittelinfielder, Dennis, die gute Seele, Seele! Die Cardinal Valley Lions, das ist ein Baseballclub im Herzen des Vereinigten Königreichs. Dort war er Mitglied der U16, U18 und U23 Nationalteam von Großbritannien. Mit den Southampton Mustangs an zwei Europapokalen teilgenommen. A warm Flamingo welcome! Neuer Pitch, neuer Pitcher, unser right-handed Pitcher Luke Armstrong! Die letzten Saisonvorbereitungen unternimmt er noch in seiner japanischen Heimat. Er wird rechtzeitig hier heute, wie gesagt, noch nicht vor Ort. Wir freuen uns auf Gen Utamura. Seit seinem 6. Lebensjahr spielt er Baseball und zwar in Argentinien. Er ist dort Nationalspieler, ist sowohl Argentinier als auch italienischer Staatsbürger. Und als Right-Handed-Pitcher heißen wir herzlich willkommen, 21 Jahre ist der Junge, Valentino Fonteviva! Oh.
26 years of age, he played in NCAA College International player in Australia and the Switzerland, playing outfield and right-handed pitcher. Mac ist 26 Jahre alt, Outfielder, rechtshändiger Pitcher, hat College-Erfahrung und war in Australien und in der Schweiz schon international tätig. Wir heißen herzlich willkommen McLean Bradley! Schon bekannt und beliebt aufgrund seiner enormen Schnelligkeit und seiner riesigen Reichweite als Mittelinfielder. Er bereitet uns da viel Freude und arbeitet am Durchbruch in der ersten Bundesliga in 2022. Aus Venezuela, Patrick Kurzawa! Trotz seiner vollen Haare nennt man ihn die Glatze. Seit seinem 6. Lebensjahr ein Flamingo. Ob nun die letzten 6 Outs beim Aufstiegskrimi in Elmshorn oder ein Complete Game gegen Dortmund in 2020 für den einzigen Sieg des Jahres. In seiner Jugend-Baseball-Karriere schon viele magische Momente zu verantworten. Der 19-Jährige, der mit Stolz die 72 trägt. Unser Fabian Glatzer! Mit den Flamingos in die Playoffs kommen. Er ist 24 Jahre, hat mit dem Baseball hier bei uns in der Hauptstadt bei den Sluggers begonnen. Er war dann 6 Jahre Teil der Legionäre in Regensburg, wurde da deutscher Meister mit den U15 und U18 deutscher Nationalspieler und hat dort 2x Bronze bei Europameisterschaften gewonnen. Er ist seit 21 bei uns, patrouilliert im Centerfield. Und wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder auf Jeffrey Ahn! Seit dem letzten Winter ist er stolzes Mitglied der britischen Baseball Hall of Fame. Von 2006 bis 2017 spielte er in der höchsten britischen Liga, wurde dort 5x britischer Meister. Hat in 2015 die Triple Crown dort gewonnen und war mehrfach Most Valuable Player der britischen Baseball-Liga. Ein wichtiger Teil der Nationalmannschaft, hat er an vielen Europameisterschaften und der World Baseball Classic teilgenommen. Für uns ist er einfach nur eine Bank, ein solider, ein Top-Defensivspieler und vor allem offensiv. Nicht umsonst heißt er unser British Bomber Michael Ashton. Wir hatten Flamingos, die seit dem 8. Lebensjahr Flamingos sind. Wir hatten Flamingos, die seit dem 6. Lebensjahr dabei sind. Aber einer toppt alles. Er ist nämlich seit dem 5. Lebensjahr bei uns. Er ist seit 2015 in der ersten Mannschaft, hat sie von der Regionalliga bis jetzt in die erste Bundesliga begleitet. Er spielt Mittelinfielder. Und wegen seines Fieldings wird er von uns allen nur der Staubsauger genannt. Unsere 54, Nico Parapini. Last but not least, unser First Placement. Inzwischen schon 30 Jahre jung, auch seit 20 Jahren im Verein. Bei diversen Nationalmannschaften im Nachwuchsbereich hat er an diversen Turnieren teilgenommen. Ob nun als König der Triples, als Mann des zeitgemäßen Hit-by-Pitches, sein überragendes Defensivspiel und vor allem als Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz unverzichtbar. Letztes Jahr eine On-Base-Percentage von 500 in der ersten BL. Unsere 66, Tim Wagner!